Okay. Das heißt, der Wasserpegel verändert sich immer. Geht das? Nein, schade. Okay. Hier sind noch Pfeile, die ich nicht mitnehmen kann. Ist nichts. Hier sind wir. Okay, hier ist ein Kanister. Aber hier sind mehrere Kanister. Okay, spring. C. Okay. Moment. Jetzt muss ich einen Kanister nehmen? Oh Gott. E. Hinrennen. Hinwerfen. Ah, okay, die explodieren noch im Wasser, das ist dumm. Muss ich das eigentlich ja gar nicht so machen, wie ich gerade machen will, ne? Aber egal, ich versuch's nochmal. Ups, hier hang. Hier hang, ja, hier hang. Zack. Zack. Hier hinstellen. Und hinwerfen. Es hat funktioniert. Okay, jetzt müsste ich durchschwimmen können. Wohin durchschwimmen? Aber okay, ich versuch's. Wohin denn schwimmen, Lara? Wieder nach hier hinten, oder wie? Ja, wie sieht's schon, okay. Okay, und jetzt wieder hier hoch. Und nochmal versuchen. Nee, dahin bringt ja nichts, oder? Nee. Oder muss ich jetzt nochmal... Ach, da lang! Ah, ja klar. Macht ja Sinn, ne? Stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt. Alter, wo sind wir hier? What the fuck? Ohne Witz, ey. Ohne Witz. Ist schon heftig eigentlich, ne? Was man so alles findet in Tiefen der Bergen von Syrien. Syrien? Sibirien. Syrien? Sibirien. Sibirien, oder nicht? Ja, Sibirien. Ich glaube Sibirien. Karte aktualisieren, nee. Schriftrolle. Es müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Geht es um den Propheten? Hier kann ich hier rüberspringen. Ich weiß es nicht. Aber hier ist noch was. Das will ich haben. Das hier kann ich aufbrechen. Bam! 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 Okay, jetzt sind wir hier, alles klar. Da oben kann ich aber auch noch hoch, glaube ich. Und zwar von hier aus. Und wir haben dann eine Kiste. Mit Sachen, die wir nicht brauchen. Oh Gott, ja, sie kann drüber springen, okay. Aber wir haben keine Dings. Kein Öl-Ding. Oder? Oh nee, sag jetzt nicht, warte. Müssen wir vielleicht von hier aus so ein Ölkanister mitnehmen?
Ja, was heißt mitnehmen? Ich versuche mal einen. Ich glaube, da oben können wir nicht hinwerfen, oder? Ich glaube, da oben kriegen wir ihn nicht hingeworfen, aber wir kriegen ihn darauf geworfen. Jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir erst die Dings hier aktivieren. Genau. Damit wir hier rauf können, den Ölkanister nehmen können und den da reinwerfen können. Nice, wow. Das hat funktioniert. Das war... Glück. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es klappt, ohne Witz. War cool. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Zack, mitnehmen. Okay. Und jetzt müssen wir den dorthin werfen. Und anballern. Alles klar. Ich weiß nur nicht, können wir da oben gleich lang gehen? Ja, müssen wir ja. Okay, müssen wir. Wir müssen jetzt hier durchschwimmen. Was krieg ich denn die ganze Zeit? Nachrichten, Alter. What the fuck? Beziehungsweise Benachrichtigungen. Alter Butter, ey. Ist aber auch schon geil hier, ne? Ja, und schon sind wir ganz oben. Heilige... Schon wieder eine Nachricht. Alter. Das gucken wir uns gleich an. Okay. Oh Gott, ich bin gespannt. Gespannt. Oh. Es ist ein altes Manuskript über die Gaben der Erde. Neue Fähigkeit gemeistert. Natürliche Instinkte. Ressourcen in der Nähe erscheinen automatisch auf der Karte und leuchten, wenn sie... Oh. Toll. Das ist eine super Sache. Bestimmt so für die Mains oder so richtig geil, aber für mich eher nicht so nötig, würde ich jetzt mal meinen. Aber naja. Wir haben ja noch ein bisschen was zu lesen oder zu mein hören. Schatz, oh. Ich hätte längst schreiben sollen, aber ich hatte so viel Arbeit. Wenn du kommst, wirst du ein Heim haben, mit allem Komfort, den wir aufgeben mussten. Eine große Aufgabe liegt vor uns, den Bau einer Frischwasserleitung zu unserem Volk zu planen und beaufsichtigen. Aber all meine Mühe wird sich gelohnt haben, wenn ich dich und die Kinder wiedersehe. Wir werden hier eine neue Welt erschaffen, die alles bietet, was du aufgegeben hast, um mir zu folgen. Es wird nicht umsonst gewesen sein, solange du und ich zusammen sind. Oh, der arme Kerl. Wie muss er wohl reagiert haben, als er gemerkt hat, dass seine Frau und sein Kind halt... Naja, nicht kommen werden. Oh Mann. Tut mir schon so ein bisschen leid, der Typ, ne? Muss ich sagen. Muss ich ja sagen. Schon doof. Naja. Gut, wir können die Vergangenheit nicht rückgängig machen, ne? Können sie nicht rückgängig machen. Aber okay. Die Fähigkeit ist halt... What the fuck? Die Fähigkeit, die wir bekommen haben, ist halt eher... Naja... Wie gesagt, für mich halt eher nicht so nötig, aber okay, es ist nett, dass man sie da bekommt. Ich hab mir aber was Cooleres drauf, irgendwie so einen coolen Bogen oder so. Das wäre cool gewesen. Das wäre richtig, richtig cool gewesen. Naja, was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. So, die alle Teile vom Compound-Bogen oder so. Das wäre cool. Oh Mann, wäre das cool. Oh Mann, wäre das cool. Okay.
So, aber wir hatten ja noch einen Teil von dieser Höhle, ne, die wir erkunden müssen. Glaub schon. Ich glaube schon. So, genau, hier kommen wir wieder hier hin. Wenn wir jetzt hier zurückgehen, kommen wir hier hinten wieder an der Ausgangshöhle raus, ne? Genau. Bei der Sowjetanlage, aber hier hatten wir noch ganz viel, was wir noch nicht gesehen haben, ne? Achso, da kommen wir wieder zurück, okay. Das Erz. Das brauchen wir nicht, denn wir sind voll. Toll. Da bin ich schon Erz und darf ich es nicht mitnehmen. Mann, hier ist gar nichts mehr. Wow. Der Prophet wurde verfolgt und seine Anhänger ebenso. Griechisch fast auf 4. Das ist cool. Das ist nett. Das ist sehr nerd. Nerd. Das ist sehr nerd. Gut. Und hoch. So, und weiter Story spielen hier, ne? Ich glaube, wir haben seit 3 Parts oder so keine Story mehr gehabt. Ja, zumindest nicht wirklich halt. Ja. So, war hier vielleicht das oben? Ne, die Kiste hatten wir, okay. Achso. Nee, da komme ich ja nicht rauf, ne? Nee, so komme ich da nicht rauf. Aber hier konnten wir rein, genau. Das konnten wir aufmachen, richtig. Da hatten wir Munition. Da war wieder ein Weg in ein Grab rein. Stimmt. Aber da kamen wir nicht weiter, ne? Achso. Okay. Ja. Springen wir mal runter. Spring mal, Lara. Spring. Ich wollte nicht ganz unten landen. Ich wollte nicht ganz unten landen. Das Griechisch wurde noch gespeichert, oder? Ja, okay. Mann! Ich wollte eigentlich... Was wollte ich denn? Auf diesen Holzplanken da landen. Aber okay. Dann halt nicht. Dann gehen wir halt jetzt hier normal lang. So. Hier lang rennen. Kleines Eichhörnchen ist da gelaufen. Süß. Niedliches kleines Eichhörnchen. Oh. Hey. Oh, es tut mir so leid, aber ich brauch Fell, Alter. Oh. Es tut mir so leid. Ich töte nie wieder hier Rehe oder so. Irgendwelche Tiere. Ich töte nie wieder hier Tiere. Ohne Witz. Kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. So, einmal hinsetzen. Kein neues Spiel. Aber wir können Waffen upgraden, okay. Was denn? Schaden. Mehr Schaden. Heißt mehr Schaden. Heißt mehr Schaden. Heißt... ich glaube mehr Schaden. Okay. Und spring hoch. Okay. So, ja, hier brauchen wir den Seilpfeil. Seilpfeil. Yeah. Okay, da brauche ich... da können wir... Ja, okay. Da müssen wir, glaube ich, gleich weiter. Wow. Jungchen. Das kam erschreckend. Erschreckend plötzlich. Ganz erschreckend plötzlich. Was haben wir hier? Können wir das aufmachen? Nein, können wir nicht. Okay. Schade. Können wir nicht. Oh. Nice. So, von hier aus können wir jetzt da ranspringen, würde ich sagen. Genau. Jetzt hier lang klettern, okay. Das ist gar nicht anstrengend oder so. Ah. Okay, ich glaube, das war nicht so gewollt, dass man hier lang laufen kann. Diese Inschrift
Scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Und auf was? Würde ich es lesen können? Ey, Mann, ich kann es nicht lesen. Neues Basislager entdeckt. Och Gottchen. Ach Gottchen. Ein altes sowjetisches Arbeitslager. Oh. Trinity hat es komplett übernommen. Kann ich nicht machen. Was ist mit den einheimischen Führern, die man außerhalb des Tals erwischt hat? Es heißt, sie wären von zwei Personen angeheuert worden. Eine davon eine junge Britin. Aber sie haben sie vor der Lawine in den Bergen zurückgelassen. Das klingt. Ich glaube, da draußen ist jemand. Feind entdeckt! Hä, voll nicht! Er ist tot! Er ist getroffen! Okay, ich dachte nicht, dass die mich erkennen, Mann. Hä? Oh, ich hoffe, das war nicht übersteuert. Oh, lol. Es tut mir leid. Hey, ich dachte, du hättest gesagt, Pickett wäre mit von der Partie. Dachte ich auch, aber es heißt, er war mit Konstantin in Syrien. Ach, Scheiße. Tut mir leid. Du bist neu bei Trinity, oder? Erster Vertrag. Ein paar Kumpels haben für mich gebürgt. Versau das bloß nicht. Niemand zahlt besser, aber Fehler werden nicht toleriert. Hast du die Leichen gesehen, die in den Minen hängen? Die in den Sowjetuniformen. Ja, habe ich gehört. Oh lol. Komme ich hier wieder weg? Hey, wenigstens ist es heute nicht so mies draußen. Ja, komm ich. Okay, ich glaube, an den komme ich aber nicht ran, oder? Komme ich an irgendwen hier ran? Muss ich mich irgendwo lang schleichen? Ich habe keine Ahnung. Cool. Erfahrungspunkte. Nein, so. Mein Gott, es wird ja richtig warm. Ein Mann darf träumen. Ist das ein lautloser Kill? Wir haben Feindkontakt! Durchsuchen und säubern. Los geht's. Werde beschossen! Dein Ernst? Als ob der da so dumm gechillt hat. What? Wir haben neuen Fähigkeitspunkt, nice. Okay. Hier, schön. Das ist auch nett. Okay. Ich glaube, ich nehme das hier. Das ist geil. Mittlere Maustaste in der Nähe von feindlichen Soldaten. Muss ich dann auf die raufschießen? Das kostet sogar ganz schön was. Muss ich dann auf die raufschießen? Ach, der explodiert gleich alleine. Von alleine. Komm. Kannst du mal... Hallo? Langweilig. Okay, Leute, auf. Hier beenden wir jetzt erstmal die Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.